Das sogenannte Skills Lab in der BBS am Museumsdorf in Kloppenburg. Ein Hightech-Pflegeraum mit völlig neuen Möglichkeiten. Schwester Sabine, sie ist heute Nachmittag für Sie zuständig. Die Simulation. Elfriede Müller, 87 Jahre alt, soll morgen aus dem Krankenbett entlassen werden. Pflegerin Sabine löst Kollegin Katrin ab. Eine Übergabe mit Komplikationen. Frau Müller, haben Sie Schmerzen? Ja, jetzt tut's wirklich weh, mein Kopf dröhnt. Ich mach mal eben kurzes Kopfteil hoch, ja? Mit der Technik, die hier zur Verfügung ist, sinken die Schüler ganz anders in diese Situation ein. Sie können viel mehr daran teilhaben. Es ist für sie ein viel besseres Erleben mit allen Sinnen letztendlich, weil sie auch tatsächlich an der Puppe selbst Handlungen vornehmen können, die für sie fühlbar, tastbar sind. Sie können Dinge hören, wahrnehmen, die wir natürlich als Lehrkräfte an der Puppe auch ständig verändern können. Diese 16 Schülerinnen und Schüler wollen Pflegefachkräfte werden. Nach der per Video übertragenen Simulation im Nebenraum hier die Besprechung des eben erlebten Notfalls mit der Puppe Nursing Anne. Sonja Nürsmann bespricht den Notfall mit den künftigen Pflegefachkräften. Was geschah? Frau Müller hat eine hypertensive Krise. Das heißt, ihr Blutdruck ist sehr schnell sehr hoch gegangen. Da können halt Gewebe- und Organschäden vorkommen. Und da muss man als Pflegekraft sehr schnell und richtig reagieren können, um gut zu handeln und weitere Schäden zu vermeiden. Es ist für Situationen, Notfallsituationen eine super Sache, die auch an der Puppe zu erproben, damit man einfach an solchen Situationen vorbereitet ist. Mit dem Skills Lab bietet die BBS ihren Auszubildenden hochmoderne und neueste Technik, um sie auf den Beruf der Pflegefachkraft vorzubereiten. 640.000 Euro investierte der Landkreis Kloppenburg in das Trainings- und Simulationszentrum. Es macht die dreijährige Ausbildung gerade in Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels attraktiver. Ein attraktiver Ausbildungsstandort, wo eben Theorie und Praxis sehr gut miteinander verzahnt werden, das ist, glaube ich, eine Sache, die bei Schülerinnen und Schülern den Ausschlag geben könnte, sich dann doch eben für diese sehr interessante Ausbildung dann dem den Zuschlag zu geben. Modernste Simulationstechnik und netzwerkgestützte Bild- und Tonübertragung schaffen eine ideale Lernumgebung. Hier erproben Kleingruppen pflegerisches Handeln, während der Klassenverband beobachtet und analysiert. Eine hochwertige Ausbildung, die die Entscheidung für den Beruf der Pflegefachkraft unterstützen soll.